Hi, ich bin Jakob und für unser heutiges Interview ist das Thema Typografie. Und da habe ich mir einen ganz speziellen Experten gesucht. Den kann ich allerdings leider nicht direkt vor mir sehen. Der sitzt nämlich in Braunschweig. Die älter Eingesessenen unter euch werden ihn noch kennen. Das ist Jörg Koniszewski, der lange Zeit bei uns im Betrieb mitgearbeitet hat und auch sehr viele Designs für uns erstellt hat. Ja, Jörg, danke, dass du bereit bist, heute zu dem Thema was zu sagen. Warum bist du denn qualifiziert, was dazu zu sagen? Naja, ich bin studierter Grafikdesigner oder Kommunikationsdesigner, genauer gesagt. Das heißt, Schrift und Typografie ist ein Teil meiner Arbeit, also oder ein wichtiger Teil sogar, einer der wichtigsten. Wenn du vielleicht einfach mal kurz sagen kannst, was Typografie ist, insgesamt, was macht Typografie als Arbeitsfeld aus? Also Handschrift ist das, was wir selber schreiben, und Typografie ist das, was entstanden ist, nachdem Menschen angefangen haben, einzelne Buchstaben, also in beweglichen Lettern, Buchdruck zu betreiben. Das heißt, die Gestaltung dieser Schriften ist im Grunde genommen die Typografie. Also Typografie kommt jetzt nicht von Tippen, sondern von der Type. Die Type, das sind die einzelnen, diese kleinen bleiernen Buchstaben, die dann der Setzer gelegt hat. Was spielt denn jetzt heutzutage Schrift für eine Rolle im Arbeitsfeld Design? Also, du hast schon gerade gesagt, das ist halt eine der wichtigen Disziplinen. Warum ist es so wichtig? Es gibt im Grunde genommen drei Elemente: Bild, Grafik und Schrift. Und Schrift ist halt wirklich der stärkste Inhaltsträger. Also wenn man Inhalt versucht zu kommunizieren, ist halt in unserer Gesellschaft Schrift immer noch das einfachste und stärkste Mittel und wird deswegen sehr viel verwendet. Und Schrift ist gleichzeitig halt auch ein bisschen komplexer als viele Sachen. Ein Bild wirkt recht unmittelbar. Schrift wirkt immer erst über den Umweg des Lesens und des Verstehens. Und das ist ja das Tolle an Gestaltung. Es gibt verschiedenste Schrauben, an denen man drehen kann, um die Wirkung zu erzielen, die man möchte. Das muss natürlich gekonnt sein und das muss natürlich auch irgendwie passen. Aber das ist das Handwerk, das da gelernt werden kann und auch erlernt werden muss. Würdest du denn sagen, es gibt sowas wie gute und schlechte Schriften? Also ziehst du manche Schriften anderen vor in ihrer Verwendung oder was disqualifiziert eine Schrift für dich? Also grundsätzlich in gute und schlechte Schriften kann man eigentlich nicht einteilen. Das ist ein Irrtum, den auch viele Designer unterliegen, meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung, dass bestimmte Schriften ein No-Go sind. Es ist nicht die Schrift, die das Problem ist, sondern dass sie passt in der Verwendung, die man hat. Als Designer würde ich halt immer gucken, dass ich bestimmte Aspekte raussuche, die die Schrift hat und die auch auf das Ziel, was ich habe, anzuwenden sind. Also will ich mich herausheben mit der Schrift, dann brauche ich eine Schrift, die es anderswo vielleicht nicht so gibt oder die vielleicht gewissermaßen einmalig ist. Will ich sachlich was kommunizieren, dann muss es eine deutliche Schrift sein, die gut lesbar ist und solche Dinge. Oder will ich halt ein Gefühl oder eine Atmosphäre verbreiten, oder Ja. dann brauche ich halt eine Schrift, die dieses unterstützt. Wobei die Schrift natürlich nie alles kann. Ja. Weil es ist ja nur ein Element von einem Design normalerweise. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir doch gerade zu ein paar Beispielen. Ich würde anfangen mit einem Klassiker. Du kannst es Ja. lesen, ne? Areal. Ja, Arial ist ja eine sehr sachliche Schrift. Arial ist halt einfach, man könnte sagen, austauschbar. Also es ist bei Designern deswegen ja nicht so beliebt. Also weil jeder benutzt es. Es ist halt auch, wenn man Arial jetzt bei Word, wenn man eine Schriftart sucht, ist Arial gleich die erste oben. Das heißt, sie wird auch von den meisten Leuten genommen. Und das zeigt halt ein bisschen von, ja, nicht wenig Fantasie und vielleicht auch nicht viel Mühe, die man sich gegeben hat beim Auswählen der Schrift. Times Ja. New Roman, noch ein anderer Klassiker. Ja, Okay. Times New Roman ist echt eine gut ausbalancierte Schrift, weil sie wird halt wirklich sehr viel benutzt. Sie wird von Zeitungen benutzt, von Hausarbeiten und sowas und ist dann natürlich auch nicht sonderlich originell. Aber sie ist sachlich und sie ist gut für Fließtext. Das heißt, Serifenschriften wie die Times New Roman kann man sehr gut in gedrucktem Fließtext lesen, also in Zeitungen, Magazinen und solches. Futura. Ja, ich Genau. mag Futura. Du magst Futura ist Futura, Punkt. so eine der klassischen Schriften, die kommt aus den 20ern, ist das, von einem Deutschen entwickelt. Und sie ist halt sehr geometrisch und sehr schlicht, ist dadurch gut verwendbar in überwiegend Überschriften,
hat halt immer noch ein zeitgemäßes, modernes Äußeres. Durch die geometrischen Formen wirkt es sehr schön, aber in einem großen Fließtext funktioniert das nicht. Da hat man keine Möglichkeiten, sich zu orientieren. Yeah! Yay, Comic Sans! Was will man zu Comic Sans sagen? Also Comic Sans grundsätzlich ist jetzt keine so schlechte Schrift. Also es ist nicht so schlecht wie ihr Ruf. Comic Sans ist ein bisschen unausgewogen, so vom Schnitt her. Aber, genau, jetzt kommt nämlich die Sache, mit denen das Schriften immer dem Zweck entsprechen sollten. Sie ist zu unruhig für Fließtext, für alles, was irgendwie seriös oder sachlich sein soll, ist sie einfach zu spielerisch. Und für irgendwas, was zu Zierde machen soll, ist sie halt einfach zu Tode geritten, würde ich mal sagen. Also, es gibt Beispiele, wo teilweise Grabsteine damit bedruckt wurden und das passt halt zusammen. Und ja, also ich habe es noch häufig in Speisekarten gesehen, wo ich dann sage, es hat nichts mit Essen zu tun, es hat nichts mit einem italienischen Restaurant zu tun. Warum benutzen die Herren Comic Sans? Das Zeug halt davon, dass sich jemand keine Gedanken gemacht hat, wie die Schrift wirkt. Gut, Jörg, mit den Beispielen wollte ich jetzt eigentlich auch mehr oder weniger schließen, denn du hast uns ja jetzt einiges erzählen können zu Typen, Schrifttypen, wie sie eben entstanden sind. Und deine persönlichen Präferenzen, glaube ich, sind jetzt zuletzt auch einigermaßen durchgekommen. Und deswegen schließe ich jetzt und bedanke mich sehr herzlich bei Jörg. Schön, dass du mal wieder und sei es nur durch ein Kameraauge bei uns reingeschaut hast. Ja, und bis bald.